Herzlich willkommen zum TW-Podcast. Jeden Donnerstag sprechen wir mit Branchenprofis über Märkte und Mode, Strategien und Herausforderungen. Mein Name ist Tim Dörpmund. Die Hürde ist, dass man es machen muss. Die Hürde ist die Idee, die da sein muss, die Teams dahinter und die Marken spielen alle mit. Das sagt André Mäder, CEO der KDW Group. Meine Kollegin Judith Kessler hat mit ihm über das Department Store Business gesprochen, wie schnell sich neue Flächen rechnen müssen, warum der Sport jetzt Einzug in die Häuser erhält und wie er aussehen muss und wie nicht. Ich begrüße heute André Mäder, CEO des KDW, zumindest virtuell bei uns im Studio. Guten Morgen, Herr Mäder. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Und Herr Mäder ist seit über 7 Jahren CEO der KDW Group. Zur Gruppe gehören das Alsterhaus in Hamburg, das Oberpollinger und das namensgebende KDW in Berlin. Alle Häuser sind seit 2016 im Umbau und seit diesem Herbst fast fertig. Vor wenigen Wochen wurde im KDW die neue Beautyfläche eingeweiht und eine imposante Rolltreppe von Star-Architekt Rem Koolhaas. Die Eigentümer, die thailändische Central Group und die österreichische Signa, investieren gemeinsam mit den Lieferanten der Department Stores 500 Millionen Euro. Herr Mäder, war es das wert? Ich glaube schon. Und ich glaube, das ist ja genau die Dimension unserer Owners, das auf lange Sicht zu sehen. Und die 500 Millionen erstrecken sich bereits seit guten 5 Jahren und werden nochmal 2 Jahre gehen, so dass wir so Ende 23 eigentlich grundsätzlich mit dem Umbau alle 3 Häuser abgeschlossen sind. Wobei, was heißt abgeschlossen? Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Das ist man eigentlich in dieser Größenordnung von 100.000 Quadratmetern nie. Und diese 500 Millionen muss man noch so definieren, dass rund 250 Millionen tatsächlich von unseren Ownern geflossen sind, den beiden Gesellschaften, die Sie erwähnt haben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite rund 250 Millionen von den Partnern. Also die ganzen Luxuspartner, alle unsere Partner haben da auch mindestens die Hälfte mit investiert. Was eigentlich ein prima Zeichen ist, das zeigt ja, dass sowohl unsere Gesellschafter, denen das Geschäft gehört, wie eben auch unsere Partner ganz, ganz stark an unsere Pläne und unsere Vision glauben. Wann rechnen Sie denn da mit dem Return on Investment? Wann zahlt sich das aus, die Investition? Wir haben natürlich, wie Sie wissen, wir haben zwei Megakonzerne als unsere Eltern. Und da ist natürlich der Finanzaspekt ein sehr wichtiger. Und jeder einzelne Umbau einer Etage oder eines Quadranten im KDW geht durch ein Komitee und muss auch nachgehalten werden oder zuerst mal aufgezeigt werden, wann er zurückbezahlt ist. Und all unsere Projekte sind zurückbezahlt zwischen 4 und 5 Jahren. Vielleicht einige sogar zwischen 3 und 5 Jahren. Wer diese Hürde nicht schafft, 5 Jahre plus, wird abgelehnt. Oder das ist so. Und nachher natürlich, und jetzt kommt's, wir bauen eröffnen seit fünf Jahren neue Projekte. Das heißt, die werden jährlich nachgehalten. Und wenn man jetzt sieht, dass alle unsere Projekte keine Chance hätten auf diese Maximum 5 Jahre Return, da würden keine neue approved. Also kann man davon ausgehen, und so ist es auch, dass die heutigen Projekte zu 80% genau im Schuss sind und vielleicht das eine oder andere ein Jahr länger braucht. Welches Projekt brauchen ja länger? Was können Sie das sagen? Nee, das kann man jetzt gar nicht so sagen, würde ich jetzt gar nicht auf die Details eingehen, aber manchmal, wenn man in einem Haus die ganze Designerabteilung neu macht, dann braucht vielleicht die Designerabteilung mit 200 neuen Marken ein halbes Jahr länger als die Schuhabteilung, die es schon immer gab, so meine ich. Ja, nachvollziehbar. Sie sagten, der Umbau ist fast abgeschlossen. Was fehlt denn noch? Also wir sind in Hamburg und München, machen wir es ganz einfach, sind wir durch. 90% beider Läden sind komplett umgebaut. Und wir machen jetzt noch in beiden Läden eine Food Hall. Und die Food Hall kommt 24 in Hamburg. Da gibt's ja eine Food Hall, die wird nochmal komplett renoviert und in München wird sie installiert. Also in München gibt's heute nur ein Selbstbedienungsrestaurant oben im 5. Da gibt's eine Mini-Food Hall à la KDW in 25 und eben 24 Hamburg. Dann gibt's eine große Sportabteilung von 4000 Quadratmeter im KDW. Das ist Herbst 24. Das wäre im 4. Stock, die Hälfte wäre Kinder, die andere Hälfte wäre Sport, so die 8000 Quadratmeter dort gesplittet. Kinder und Toys haben wir bereits eröffnet, vor 2 Wochen.
und Sport käme dann 24. Sport ist übrigens das einzige Segment, Frau Kessler, das wir heute so in dieser Ausführung nicht bei uns anbieten. Klar, wir haben ein bisschen Athleisure, wir haben Sneakers, aber Sport zum Teil auch. Wir werden auch Hardware haben in einem ganz speziell oberen und selektierten Segment, aber haben wir heute nicht. Und finally, nächstes Jahr um genau diese Zeit ist der Ground Floor fertig. Jetzt sind im Moment nochmal 2.500 Quadratmeter unter Hoarding. Das heißt dann, der ganze Luxury Boulevard ist dann auch Ende September nächsten Jahres. Ich würde gerne nochmal auf die Sportfläche kommen, weil ich das so spannend finde, weil Sie da ja ein ganz neues Segment eigentlich für sich entdecken und aufmachen. Wie definiert denn das, wie macht das KDW Sport? Also eigentlich folgen wir unserer Philosophie, die wir sonst haben, der Luxury-Up-Strategie. Und natürlich werden wir Nike und Adidas Laufschuhe haben, auch im normalen Segment. Und Athleisure wäre fürs Yoga-Studio oder fürs Fitnessstudio. Aber dann eben auch die ganz speziellen Mountain Sports. Da gehen wir im Prinzip eben auch ganz stark in die Premium, Contemporary und Luxury-Schiene rein. Wir werden keine Surf-Abteilung haben, logischerweise, und keine Hardwaren-Ski-Abteilung. Aber zum Beispiel den Top-Skier jetzt mal aus St. Moritz oder irgendwo, den zeige ich mal, ich gebe hier nur ein Beispiel, das könnte schon sein, dass wir dann so eine Selektion mal haben oder das Top-Surfbrett von Burton, wenn es dann eben passt in die Sortimente oder natürlich eben auch die Top-Bikes, die es gibt. Oder? Also solche Sachen werden wir führen oder die absolute, ultimative Rudermaschine für zu Hause, aber eben nicht aus Auswahl. Ein bisschen wie wir bei Home auch keine Möbel haben. Und trotzdem haben wir mal den super Designstuhl oder die richtige Liege oder die richtige Lampe. So kuratiert. Mhm. Und was für eine Zielgruppe schwebt Ihnen da vor? Wen wollen Sie damit ansprechen? Der Traumkunde ist natürlich immer jeder, der zu uns kommt und sich bei uns wohlfühlt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, ich habe schon ein paar Mal gesagt, unsere Kunden sind von 3 bis 90. Und wir sind vielleicht das most demokratischste Haus in Deutschland, weil wir haben Kunden, die den Eltern mit 3 Jahren sagen, Papa, Mama, ich hätte gern dieses Spielzeug oder dieses Kleidchen. Und auf der anderen Seite haben wir 90-jährige Kunden, die sich eine Canada Goose-Jacke kaufen. Das ist so. Auf der anderen Seite, klar, unsere Hauptzielgruppe, ich sage mal um die 40, die auch in unseren Designerläden oder in unseren Designerabteilungen die Hauptzielgruppe ist, wobei da ist sie sogar noch ein paar Jahre jünger. Die ist natürlich auch irgendwo, sage ich mal, 25 bis 50 im Zentrum unserer Sportabteilung. Und beide Geschlechter oder ist es eher sowas, dass man da schon eher einen männlichen Kunden vor Auge hat, so den Stone Island Sneakerhead? Nee, auf gar keinen Fall, weil unser Haus ist ja genau gegenteilig. Wir haben rund 70% unserer gesamten Kundschaft ist weiblich, oder? Und das ist klar, das kommt von all den Segmenten her und auch die DOB natürlich, die viel größere oder die Womenswear, die viel größere Abteilung ist als die Menswear. Und Sportsortiment ist dann mindestens 50-50, wenn nicht sogar eben durch die Sortimentsanteilung eher auch weiblich. Und die Frauen, wie holen Sie die dann ab? Also ehrlich gesagt, ich glaube, die Kundin, die eben auch zu uns kommt, ist informiert. Oft ist das Draußensein, die Freizeit, das Genießen mit Freunden, das Sporttreiben, ist eigentlich das gleiche Element Sommer und Winter. Und darum haben wir diese Beach- und Mountain-Welt, dann haben wir diese Athleisure-Welt. Und natürlich haben wir eine Outdoor-Welt, die werden wir haben, wo eben die Canada Goose und die Montclairs drin sein wird. Und schlussendlich noch die Hardware-Welt. Wenn wir jetzt nochmal außerhalb des KDWs schauen, was so passiert. Viele Modehäuser entdecken gerade auch alternative Flächenkonzepte, machen sich auf den Weg in Richtung kleine Department-Stores zu werden. Ich denke an einen Engelhorn, der jetzt gerade mit Beauty gestartet ist oder Engelhorn und L&T in Osnabrück, die sich Retail-as-a-Service-Konzepte wie Found auf die Stelle, auf die Fläche holen. Sie sind da ja schon einen Schritt weiter, per Natur quasi. Aber Sie als Department Store, wie denken Sie denn über Anteiligkeiten von Fashion, von anderen Sortimenten nach? Wir sind glücklich und ich glaube auch, dass wir in der richtigen Richtung sind. Aber grundsätzlich denken wir dauernd über Sortimente nach, die dann auch über Kuratierung auch der Sortimente, aber auch neue Sortimente. Eben Sport ist jetzt eigentlich das beste Beispiel. Wir haben darüber nachgedacht und haben gesehen, das fehlt uns in Gänze. Wir haben es teilweise, aber nicht in Gänze. Und natürlich dann
auch Services. Oder ich glaube nicht, dass uns so fest ein Warenangebot fehlt, weil wir haben diese fünf Säulen Fashion, Accessories, Home. Dann haben wir eben Food und dann haben wir Beauty. Wir haben eigentlich die fünf Säulen, was die Kollegen, die Sie vorher alle aufgezählt haben, gehen ja genau in diese fünf Säulen rein. Und die haben wir. Und die spielen wir auch schon seit Jahren als Department Store recht erfolgreich. Aber in diesen fünf Säulen gibt es vielleicht eben Sortimente, wie zum Beispiel eben gewisse Designstücke bei Möbel, bei Home, die wir jetzt eingeführt haben, oder eben Sport, schon erwähnt. Und eben die Services. Also wir haben viele neue Services, wie zum Beispiel alle zwei Wochen bieten wir im Moment Live-Shopping an, wo irgendein Designer oder eine Beauty-Marke ihr Produkt vorstellt. Nummer eins, das ist unterhaltsam. 500, 600, 700, 800 Leute sind innerhalb von 45 Minuten Gast, können auch direkt kaufen, wenn sie wollen, können Fragen stellen. Und diese Live-Shoppings-Event, die wollen wir weiter ausbauen. Das ist ein Service, der einfach cool ist, modern und eigentlich genau den Zeitgeist trifft. Auf der anderen Seite arbeiten wir im Moment an einer App, wir haben eine gewisse Teste schon eingeführt, wo man nicht VIP-Shopping, aber man kann sich seinem Verkäufer oder einem Verkäufer am Samstagnachmittag oder Freitagnachmittag oder wann immer buchen, dass man sicher ist, wenn man um 4 Uhr kommt am Samstag und einen Anzug kaufen will, dass man auch wirklich jemanden hat zu dieser Zeit. Das hatten wir getestet, dass wir mussten. Bei Click and Me, damals vor einem Jahr in der Pandemie. Und diesen Service haben wir uns jetzt beibehalten und wollen ihn ausbauen. Und das meine ich. Ich glaube, es ist ein Warenangebot in diesen fünf Säulen. Es ist aber auch ein Serviceangebot, das wir dauernd ausbreiten werden. Wir haben Events, zum Beispiel mit dem Galerist Johann König, einer der berühmtesten Galerien Deutschlands, hat immer wieder Ausstellungen bei uns, Happenings. Das kann von 20 Kunden bis 150 Kunden gehen. Und das ist nicht typisch Department Store. Wir hatten mit Brecht schon Vorführungen und Philosophielesungen und all das. Wir müssen das alles machen wie ein Marktplatz. Dass man tatsächlich in einen Department Store kommt, wie man früher auf dem Marktplatz ging. Man hat gegessen, getrunken, Freunde getroffen, Ausstellungen besucht, sich schöne Dinge angeschaut, verweilt, oft gekauft, aber oft auch einfach genossen. Jetzt ist ein kuratiertes Sortiment, ausgeklügelte Services, moderne Services, das ein oder andere Erlebnis oder Event auf der Fläche sind das eine. Sie machen ja auch viele Pop-up-Shops und dann haben die jetzt diese neue imposante Architektur und Rolltreppe. Andere Department Stores sind da jetzt noch ein Stück weiter gegangen, um Erlebnisse zu schaffen. Also Selfridges hat sich eine Halfpipe eingebaut und ein Kino und man kann jetzt auch sogar heiraten. Um nochmal auf L&T, ist jetzt kein Department Store, aber die Welle im Sporthaus ist ja auch mittlerweile in der Retail-Landschaft legendär. Wenn es jetzt um Erlebnis und Experience geht, fehlt dem KDW da noch ein bisschen die Action? Nee, das glaube ich nicht. Fast alle Ihre Beispiele gingen auf Sport und wir haben ja gesagt, wir bauen diese 4000 Quadratmeter Sportabteilung mit einem ganz berühmten Designstudio aus Los Angeles, also die ganze Californian Sports Spirit wird dann im KDW sein und genau diese Halfpipes und all diese Sachen unter die Welle, das geht ja alles in diese Richtung, das haben wir halt im Moment nicht oder noch nicht. Von dem her haben Sie recht. Alles andere natürlich überhaupt nicht. Wir haben zurzeit im KDW und in unseren Häusern 100 Pop-ups, 100 Pop-ups und die gehen von 3 Tagen bis 3 oder 4 Wochen. Das sind dauernd neue Erfahrungen, neue Sachen, neue Elemente, die man sich sehen oder anfassen oder genießen kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir hatten letzte Woche allein in allen 3 Häusern, glaube ich, 30 Events. Das sind von ganz kleinen bis ganz großen. Und zum Beispiel ein ganz großer war letzten Dienstagabend im KDW die Einführung oder die Eröffnung der Schaufenster. Und ich meine, Tiffany hat noch nie Schaufenster außerhalb Amerikas, New Yorks gemacht zur Eröffnung der Weihnachten oder zum Weihnachtsfenster. Das haben wir. Das ist also Spektakel pur. Was kann man mehr erwarten als glitzernde Schaufenster? Wir haben sie jetzt in München und in Berlin von Tiffany für Weihnachten. Und dann ist uns das Gleiche gelungen mit Dior in Hamburg. Also die ganzen Schaufenster sind, die 8 Meter Schaufenster sind aufgefüllt
von Dior. Und das ist Spektakel pur. Ich war gestern an einem Sonntag, leider geschlossener Sonntag, Sie kennen mein Anliegen, war ich vor dem KaDeWe, da waren hunderte Menschen, haben immer wieder, war etwa in ein paar Stunden die Schaufenster angeschaut, dann auch an einem Sonntag, die Nase an dem Schaufensterblatt gedrückt und sich die Tiffany-Sachen angeschaut. Das meine ich, ist Spektakel. Oder wer hat im Moment 2 8 Meter große Weihnachtsbäume mit einem ganz speziellen Element geschmückt in den Stores? Das meine ich. All diese Sachen, ich glaube, da müsste man in Deutschland ziemlich weit suchen, bis man nur in die Nähe des KaDeWe kommt. Das stimmt allerdings. Was ja sonntags immer geöffnet ist, ist das Internet, bekanntlich. Und da spielen Sie ja auch seit dem vergangenen Jahr mit. Da sind Sie gestartet mit einem Online-Shop. Warum sind Sie so spät erst an den Start gegangen? Das ist eine berechtigte Frage tatsächlich. Und wir haben dann auch vor 3 4 Jahren oder vor 5 Jahren, als die Strategie noch auf dem Tisch lag, nochmal besprochen, wie jetzt vorzugehen. Und da ist die Entscheidung für die Stores gefallen im Moment. Und das war richtig. Wir sind natürlich jetzt allen anderen mit den Stores vorausgeeilt und haben einen riesen Vorsprung geschaffen und gehören mit den Häusern und speziell auch mit dem KaDeWe zu den Top-Häusern Europas. Ich glaube, da besteht kaum Zweifel. Und natürlich war klar und ist klar, ohne E-Commerce, ohne Omnichannel wird man nicht überleben. Weil der Kunde, der neue Kunde heute und der neue Kunde von morgen, der kommende Kunde von morgen orientiert sich breit, oder? Und orientiert sich auf allen Kanälen. Und vor allem, er macht keine Kanalentscheidung. Sondern es steht niemand morgens um 6 Uhr auf und trifft eine Kanalentscheidung, sondern man trifft eine Evententscheidung. Was brauche ich heute? Für was brauche ich die? Brauche ich das für eine Feier, für eine Party, für meine Ferien oder für ein wunderschönes Dinner mit Freunden nächsten Samstag? Das ist der Gedanke. Und dann, welche Marke trustet man? Was ist die Marke, wo ich das zutraue, dass wenn ich am Samstagabend 10 Leute zum Essen habe, dass das super cool aussieht mit meinem Tableware? Und dann kommt die Entscheidung, wenn man die Marke getroffen hat, wie kaufe ich? Orientiere ich mich zuerst, schaue ich mal, was ist, bestelle ich, hole ich ab oder umgekehrt, ich gehe mal in die Läden, probiere das Weinglas und die Tasse in der Hand mal aus und kauft dann Internet. Und genau das ist die Entscheidung, die mir dann gefällt. Spät ja, zu spät nie. Es ist oft zu früh, aber ganz sicher nie zu spät. Und wir haben gesagt, umgekehrt wäre schwieriger. Wenn man alles hat, aber keinen Lifestyle, keine Acceptance in dem Segment, wo man drin ist, dann bringt es auch nichts, wenn man zu den frühen Playern gehört hat. Übrigens, wir sind super gestartet. Und die ganzen Ziele, die wir im ersten Jahr hatten, wurden fast 50% übertroffen. Und wir würden in 3 Jahren 100 Millionen mit dem E-Commerce machen, was dann etwa die Größe des Alsterhauses ist. Und das ist eigentlich eine gute Entwicklung, ein gutes Ziel. Und vor 2 Wochen haben wir die Website nach 12 Monaten, das wussten wir, nochmal total neu gestaltet. Und ich glaube, Sie sind mit mir einig, Frau Kess, das kann sich absolut sehen lassen. Und praktisch jede Woche kommen neue Marken dazu. Nicht zuletzt jetzt, um das abzuschließen, im Frühjahr starten wir mit Concession. Also wir werden auch Concession. Das ist klar, weil 50% unseres Geschäftes ist Concession mit Marken. Und wenn auf unserem Kanal E-Commerce nur die Hälfte ist, kann man das KaDeWe oder die Sortimente der KaDeWe Group nicht abbilden. Deshalb starten wir jetzt im Frühjahr auch Concession, um das gesamte Chapter draufzubringen. Das heißt also, Ihre Concessions-Partner sind, Ihre stationären Concessions-Partner werden dann auch Digital Concessions-Partner sein. Richtig, jetzt kann man natürlich nicht alle auf einmal und nicht alle sofort, aber wir starten ja und wir können im nächsten Sommer schon einen guten Chunk drauf haben und fürs Weihnachtsgeschäft heute in einem Jahr sieht es nochmal ganz anders aus, aber es ist genau richtig, ja. Wie sieht das denn dann sortimentstechnisch aus? Also was streben Sie da an? Ist das dann auch online ein 1:1-Spiegel des KaDeWe-Sortiments oder ist das etwas zu ambitioniert? Wie kuratieren Sie für den E-Commerce? Die Sortimente werden genauso, diese 5 Säulen werden am Schluss aufgeschaltet sein wie der Store. Die Marken, der Mix der Marken, wir haben rund 2000 Marken im Laden. Wir werden jetzt nicht so schnell 2000 Marken auf dem E-Commerce-Kanal haben, aber die Repräsentanz dieser 2000 Marken, die Abbildung im Spiegelbild müsste etwas stimmen. Und da sind wir eben, wenn Concession jetzt kommt,
im Frühjahr und Sommer gehen wir einen großen Schritt in diese Richtung. Aber Sie sagen es genau richtig. Grundsätzlich ja. Das Ziel ist eine 1:1 Abbildung. Auch wenn das nicht wortwörtlich gemeint ist, dass alle 2000 Marken und alle Hunderttausende von SKUs jetzt drauf sein müssen, sondern vielmehr das gesamte Genre sollte drauf sein und auch der Style. Und was wir nicht machen werden, ist Sortimente jetzt im E-Commerce führen, die gar nicht im Laden sind. Zum Beispiel eben, dass wir viel tiefer gehen im Preis. Ich meine nicht, dass wir runtergehen im Preisschiene, also Search, sondern dass wir Marken führen auf E-Commerce, die wir sonst im Laden nicht führen. Das werden wir nicht machen. Das machen andere. Das machen wir ganz bewusst nicht. Und eben auch nicht Sortimente. Also wir werden jetzt kein Möbelsortiment anbieten, wenn wir es im Laden auch nicht haben, als Beispiel. Jetzt würde ich gerne nochmal auf die Kanalentscheidung zurückkommen, beziehungsweise auf die Kunden, die ja jetzt in den vergangenen Jahren, in denen das KDW nicht präsent im Netz war, bestimmte Kanalentscheidungen ja dennoch getroffen haben. Also vielleicht ist sie stationär Fan ihrer Designabteilung im KDW und hat dann, wenn sie was Bestimmtes suchte und lieber online shoppen wollte, ist sie dann vielleicht zu Mytheresa oder Net-a-Porter gegangen. Wie wollen Sie denn diese Kunden jetzt von Ihrem Online-Shop-Angebot überzeugen? Die neue Website ist seit 2 Wochen da und das steht den Konkurrenten, die Sie erwähnt haben, im Ausdruck nichts nach. Und das ist schon mal ein erster guter Schritt. Jetzt kommen dauernd technische Features dazu und eben auch Marken. Und ich glaube dann eben auch, klar, wir werden in der Werbung nochmal auch im Frühjahr einen Generalangriff machen auf, wenn man das so sagen darf, nicht auf die Kunden selbstverständlich, aber auf die Angebotswelt und zeigen, da sind wir, so sind wir, so sehen wir aus, das sind unsere Marken. Ich glaube schon, dass uns das gelingt. Und eben der ganz große Vorteil ist umgekehrt. Wir haben ein Haus, wir haben 3, in Wälder schon 4 große Häuser in Deutschland, wo man einfach reingehen kann und sich das auch anschauen. Ich glaube, das ist ein Vorteil. Es ist nach meiner Meinung wahrscheinlich einfacher, das den E-Commerce und den Multichannel aufzuholen, als umgekehrt. Stichwort Multichannel. Wo stehen Sie denn bei dem Projekt? Wir haben viele, viele Touchscreens und all diese Gadgets schon da und das nimmt praktisch jeden Monat irgendwo zu. Aber wir haben immer gesagt, und das bleibt auch so, das sind natürlich Bestandeshäuser. Und Bestandeshäuser sind nochmal anders aufgebaut. Und genau heute in einem Jahr, nämlich Ende Oktober oder im Oktober 23, geht Düsseldorf auf. Auf 1000 Quadratmetern ein Concept Store, ob schon ich dieses Wort gar nicht so gern habe, weil es vielleicht auch in eine falsche Richtung lenkt, aber es wird ein sehr kuratierter, spezieller Store sein. Für uns 10.000 Quadratmeter ist mit Abstand das kleinste Haus. Das ist ein Sechstel vom KDW, ne? Dann. Und das wird das Most Digital Department Store in Deutschland und vielleicht in Europa sein. Da arbeiten wir mit Hochdruck drauf ran, dass dieses Store anders aussehen wird als die heutigen. Und auch vom digitalen Anspruch her natürlich nochmal in einer anderen Liga spielt. Was heißt Most Digital? Also was kann das Carshaus dann, was andere Häuser noch nicht können? Sicher werden wir das jetzt nicht alles verraten hier. Aber eben es wird kein Spaceship sein. Aber natürlich das Einkaufserlebnis von den Kabinen bis zur Auswahl, bis zum Zahlen, bis zum aus dem Haus rausgehen, die Parktickets, all das hat natürlich eine viel größere Verbundenheit dann digital. Und wir werden aber nach wie vor Verkäufer haben, wir werden nach wie vor Ware haben, aber es wird auch visuell eine andere Welt sein. Und was sind da jetzt so die größten Hürden, die Sie bis Sie das Ziel erreicht haben, noch aus dem Weg räumen müssen? Nee, es sind gar keine so großen Hürden. Das Haus bauen wir. Wir können, also innen zumindest, außen steht die Hülle im Carshaus. In Wien sieht es ein bisschen anders aus. Da wird das ganze Haus gebaut. Die Hürde ist, dass man es machen muss. Die Hürde ist die Idee, die da sein muss, die Teams dahinter. Und die Marken spielen alle mit und wollen das auch. Und ehrlich gesagt, da sehe ich gar kein großes Problem. Und gleichzeitig, immer wenn was Neues kommt, werden wir es natürlich in unseren Bestandeshäuser einführen, austesten. Testen, glaube ich, ist ganz wichtig. Und Gewisses verwirft man wieder. Das muss so sein. Wenn von 10 super Ideen nur 3 weiterkommen, ist das schon Weltklasse. Wie hoch ist denn eigentlich jetzt das E-Commerce-Business am Gesamtumsatz? Das kann sich ja etwa ausrechnen. Oder wenn man erst 12 Monate online ist, dass das noch nicht kein großer Anteil ausmachen kann. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben ein Budget erreicht und wir verdoppeln dieses Jahr.
und wir werden 100 Millionen machen im dritten Jahr. Das ist ja eigentlich schon eine klare Ansage. Also auch nach der Pandemie. Ja, was heißt das ist nach der Pandemie? Ist das nach der Pandemie, ist vor der Pandemie? Also ich glaube, man muss genau heute, glaube ich, eingerichtet sein, dass diese Pandemie auch noch länger gehen könnte und dass man, dass ja uns Credo eigentlich auch mit ihr leben muss, wenn man überleben will, und dass man eben eingerichtet sein muss auf diese Hygienemaßnahmen oder auf die Abstandsregeln oder auf das. Und ich glaube, das sind wir. Und darum glaube ich, das Kundenverhalten geht ja nie mehr hundertprozentig zurück. Genauso wie die Arbeitswelt nicht mehr die gleiche sein wird. Wir werden kaum noch Büro und Offices sehen mit 100% Besetzung an einem Montagmorgen um 10. Das hat sich einfach geändert und so hat sich auch das Kaufverhalten geändert. Wobei wir schon während der Pandemie jetzt gemerkt haben, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir extrem lokal verwurzelt sind. Wir konnten unsere Umsätze auch jetzt die Monate von Mai bis heute, bis Ende Oktober, auf den 19er Zahlen halt, obschon uns fast alle nicht-europäischen und viele europäischen Touristen fehlen. Wie hoch war denn der Umsatzanteil von den nicht-europäischen Touristen eigentlich? Der war so rund 20% für die drei Häuser. Und der ist eigentlich fast komplett ausgefallen. Ja, jetzt kamen über München ein bisschen Middle East, der eine oder andere aus dem russischen Gebiet kam wieder. Schweizer kamen auch wieder, die zählen da auch dazu, weil sie nicht Europäische Union sind. Und mit dem Zollgeschichte auf der anderen Seite muss ich sagen, dass natürlich eben gerade die Deutschen dann mehr gereist sind innerhalb des Landes, weil sie dann auch nicht noch ins Ausland gingen, sondern in die drei großen oder vier großen Städte des Landes. Und europäische, speziell nordeuropäische Touristen haben wir die letzten Wochen ziemlich massiv und stark in unseren Läden, vor allem eben auch in Hamburg und in Berlin gesehen. Und die Chinesen zum Beispiel, unsere Hauptgruppe von den 20% Nicht-Europäischen, da sind sie mit fast 50% die Hauptgruppe, die sind praktisch null da. Kommen die wieder? Die kommen ganz sicher wieder. Aber die kommen wieder bis und mit Weihnachten 23. Zu dieser Stärke, wie sie 18, 19 waren. Das heißt, Sie haben stärkeren Fokus auf die lokalen Kunden. Haben Sie dann sich auch das Sortiment stärker an die lokalen, an die deutschen Kunden ausgerichtet? Haben Sie da nachjustiert? Ja, wir haben auf gar keinen Fall ein lokales Sortiment oder ein internationales Sortiment. Das wäre ja Wahnsinn. Nee, wir haben natürlich ein Sortiment, wo wir sagen, das ist genau in unserer Philosophie und Strategie und Ausrichtung. Und das haben wir und an dem feilen wir, egal, natürlich dauernd. Und ich möchte die Einkaufsabteilung will ich, die alles richtig macht, nie daneben liegt, die engagieren wir sofort. Die gibt's natürlich nicht. Und wir sind aber sehr zufrieden. Und das mit unseren Teams und diese Sortimente, die kuratieren wir immer wieder und basteln an denen rum, das ist klar. Aber wir haben kein lokales oder internationales Sortiment. Und Sie sagten gerade, dass sich das Kundenverhalten oder Konsumverhalten tatsächlich durch die Pandemie auch wenig überraschend geändert hat. Woran machen Sie das fest? Also was haben Sie da beobachtet? Was ist anders? Man kaum hat gekauft oder mehr als vorher. Man hat weniger geschaut als mehr gekauft. Also man kam dann schon auch im Sommer in die Geschäfte. Und hat, wenn man kam, hat man tatsächlich ein T-Shirt, eine Hose oder was immer gekauft. Mehr noch als vorher. Das hat sich ein bisschen relativiert, aber immer noch die Conversion Rate ist höher. Und der Durchschnittsbon ist bei uns stark nach oben gegangen. Das hat zwei Gründe. Das hat mit unserer generellen Strategie Luxury Up zu tun, wo wir uns immer mehr fokussiert haben auf diesen Bereich. Klar. Und auf der anderen Seite eben auch auf das Wertebewusstsein der Kundinnen und Kunden, die gesagt haben, dann kaufe ich mir eben lieber das noch exklusivere Weinglas oder T-Shirt oder noch das nachhaltigere Kleidungsstück und mit Bio oder was immer oder der Kaschmir von dieser Farm. Und das glaube ich, das ist schon ein Trend, den man jetzt gerade in unserem Segment sehr stark sieht. Also Sustainability, Luxury, das werden so die Trends sein, die uns wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch weiter begleiten werden. Ja, absolut. Ich meine, ich sage immer wieder, wir sind eine der ersten Häuser vor 6, 7 Jahren, die die Pelze abgeschafft haben, was noch niemand drüber gesprochen hat, weder alle unsere Konkurrenten, nennen jetzt keine Namen, niemand. Wir hatten keine Pelze, wir haben seit 7 Jahren keine Pelze, nur Lammfell. Und das ist einfach alles, was man dann auch sonst verarbeitet und sonst nicht.
Und wir haben seit 6 Jahren keine Plastiktragetaschen mehr. Also wir waren sehr früh in 2 entscheidenden Gebieten, keine Belte mehr zu führen und keine Plastiktragetaschen. Klar, mein Traum ist es auch, auf der Food Hall keine Plastikverpackung mehr zu haben. Und das ist unser Ziel. Das haben wir auch ausgegeben. Und wir reduzieren die PET-Trinkflaschen dauernd. Und vielleicht in 2, 3 Jahren sind wir PET-Flaschen los. Und das nächste Ziel ist dann eben auch die Verpackung der Salate, der Gemüse, all die Plastikverpackungen abzuschaffen. Jetzt blicken wir noch mal kurz in die nähere Zukunft. Das Jahr sind ja auch nur noch knapp 6 Wochen. Wie werden Sie denn dieses zweite Pandemiejahr abschließen? Wie steigen Sie aus? Wir sind im Moment in den 19er-Zahlen und 19 war ein Top-Jahr. Ein Top-Jahr und wir mit über 25% weniger Menschen machen wir die Umsätze von 19 bis jetzt. Und wir glauben, und das hoffen wir sehr stark und sind auch überzeugt, dass es keinen Lockdown mehr gibt, sondern dass die Maßnahmen, wie sie jetzt eingeführt sind, mit der Maske und gewissen Abstand in München haben wir jetzt bereits wieder, auf 10 Quadratmeter ein Kunde, und die ganze Hygienevorschriften, dass wir das strikt einhalten und wir haben auch überhaupt keine Probleme. Also 99,9% der Leute tragen die Maske und tragen die auch ganz selbstverständlich in unseren Geschäften. Aber wenn man das alles einhält, ist ein Lockdown für Retail, aus Retail-Sicht völlig unnötig, weil wir haben am meisten Platz. Und man weiß auch, dass sich wenige Leute im Retail angesteckt haben, weil man ja gar nicht so nahe zusammen ist und auch viel Platz hat. Von dem her glaube ich, dass das Weihnachtsgeschäft gut wird, obschon natürlich durch die ganze Situation, und ich will das überhaupt nicht verharmlosen, eine gewisse Zurückhaltung auch der Menschen schon wieder zu spüren ist. 2G in der Gastronomie, macht sich das eigentlich auch bei Ihnen bemerkbar? Also ich meine, Sie haben natürlich auch in der eigenen Gastronomie, klar, aber auch was die Frequenz dann im Rest des Hauses angeht? Die gute Nachricht an diesen 2G, was ich ganz vernünftig finde für die Restaurantgeschichte, die ist tatsächlich, dass sich die Leute wirklich daran gewöhnt haben, Ausweis mitzubringen. Also man ist geimpft, die Leute bringen einen Ausweis mit, kommen da rein, das ist eine Selbstverständlichkeit. Klar, mal abwarten, wenn es 2G plus werden könnte, was ich jetzt nicht ausschließe, dann ist natürlich nochmal eine erhöhte Hassel, aber das hatten wir ja auch schon mal und auch das hat geklappt und alles ist besser als den Laden schließen, weil das wäre eine Katastrophe. Ein zweites Weihnachtsgeschäft zu verlieren. Ich erinnere, wir haben letztes Mal am 1. November die Gastronomie geschlossen, deutschlandweit eigentlich, und dann am 15. Dezember die Läden. Das ist knappe 10 Tage vor Weihnachten. Und das sollte vermieden werden. Und dann glaube ich, wird es ein gutes Weihnachtsgeschäft. Weil die Leute haben schon Lust, eben dieses Mal Geschenke kaufen zu dürfen und feiern zu dürfen, auch wenn es in den Gebühren ist zu den Regeln, die es gibt. Dann wünsche ich Ihnen in den nächsten Wochen ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bei uns virtuell quasi im Studio waren, Herr Meder. Sehr gerne. Alles Gute, Frau Kessler. Bleiben Sie gesund. Das war meine Kollegin Judith Kessler im Gespräch mit André Mäder. Und das war der TV-Podcast für diese Woche. Wenn Sie nicht bis zur nächsten Folge am kommenden Donnerstag warten möchten und an noch mehr Insights zum Thema Luxury Retail interessiert sind, kann ich Ihnen an dieser Stelle die Folge »Wie tickt die Luxuskunde nach Corona?« ans Herz legen. Darin spricht meine Kollegin Silke Emich mit den Luxus-Retailern Kerstin Görling von Hayashi in Frankfurt und Uwe Meyer von Bungalow in Stuttgart auf textilwirtschaft.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tim Dortmund. Bis nächsten Donnerstag.